Im letzten Video konntet ihr einen wunderschönen Tag im Schlossgarten miterleben. Die Rabbits hatten viel Spaß, Mario und seinen Freunden ging es gut, die Sonne schien, es hätte eigentlich nicht schöner sein können. Aber dann erschien am Himmel ein riesengroßer Manta, er überflutete das Schloss mit schwarzem Schleim. Was war passiert? Viserys erschien, wollte das Universum übernehmen, forderte uns heraus. Dies ließen sich Mario und Rabbit Peach nicht zweimal sagen. Sie sprangen auf den riesengroßen Manta auf, als am Himmel sich auf einmal ein riesengroßer Riss auftat. Was passierte hier? Viserys trat hervor und wollte uns herausfordern. Wir nahmen den Kampf an, gewannen ihn anschließend durch ein gutes Teamwork. Mario und Rabbit Peach waren unschlagbar. Und als wir dachten, jetzt ist es erledigt, ja, wir sahen uns getäuscht. Viserys war jetzt erst so richtig in Fahrt gekommen. Und wollte auch noch andere Galaxien mit ihrer Finsternis überziehen. Wir nahmen unser Raumschiff und machten uns auf den Weg nach Strahlestadt. Aber hier strahlte nichts mehr, es schüttete wie aus Eimern. Es war alles dunkel und schwarz überzogen. Und es bleibt auch nur noch eine Frage übrig. Wird es Mario und seinen Freunden gelingen, Strahlestadt zu befreien, die Finsternis zu verjagen? Das erfahrt ihr jetzt in diesem brandneuen Video. Bleibt dran, ich bin wie immer euer Schurtalk. Jetzt gehen wir rein, Abfahrt, Freunde. Let's go! Rette Strahlestadt. Für diese Mission haben wir unser Team angepasst. Rabbit Peach kriegt eine kleine Pause, kann sich erholen. Luigi ist neu ins Team gekommen und mit seinem Bogen kann er die Gegner auf lange Distanz doch sehr gut in Schach halten. Als erstes werden wir die Insel ein bisschen erkunden und da fällt uns auch gleich der Verkäufer ins Auge. Täuschen mich meine audiovisuellen Empfangsgeräte oder sehe ich hier ein paar anspruchsvolle Kunden mit einem feinen Gespür für gute Qualität? Meine gewöhnlichen Kunden leiden an Wertblindheit, wie ich es nenne. An sie gebe ich Rücksendung oder Restposten raus. Und trotzdem wollen sie jedes Mal über den Preis verhandeln und Treuepunkte sammeln. Und das mir mit 6 kleinen Krämerbots zu Hause. Ich kann es mir nicht leisten, ihnen allen Schuhe zu kaufen. Deshalb müssen sie sich welche teilen. Aber ich beklage mich nicht. Darüber. Nein. Ich mache weiterhin unglaubliche Angebote. Zum Beispiel bekommen neue Kunden auf Strahlestrand 2 Superpilze gratis. Mein Verlust ist euer Gewinn. Aber wenn ihr danach jederzeit eine Teamheilung haben wollt, müsst ihr bezahlen. Jederzeit. Nur nicht im Kampf. Schau im Kampf in deine Itemtasche und nutze ein Item, um deine Strategie zu optimieren. Aber gehe sparsam damit um. Denn jeder Held kann nur ein Item pro Zug benutzen und es kostet ihn einen Aktionspunkt. Wow, schöne Auswahl hat er hier, ne? Kann man nicht meckern, ne? Pilze und was nicht alles mögliche. Naja, das werden wir uns später einmal in Ruhe ansehen. Wir werden jetzt erstmal weiter die Insel erforschen. Luigi, Mario, auf geht's. Das Dorf wird von etwas so Mächtigem bedroht, dass keine Macht in der Galaxie es aufhalten kann. Ja, deswegen sind wir hier. Wir sammeln ein paar Münzen ein. Machen hier so eine kleine rote Münzen-Herausforderung. Und dann hoffen wir, dass wir auch schon so bald den ersten Kampf bestreiten können. Da hinten leuchtet schon eine Bombe. Das könnte schon unser erster Kampf sein. Aber vorher kurven wir noch ein bisschen rum. Ich halte diesen Finsterzeit-Tentakel im Auge. Misere entzieht dem Planeten damit Energie. Miese Sache. So, Bömmchen, wir kommen. Los. Jo, Raserei, rein da. Rein in unseren ersten Kampf. Mal sehen, was uns hier so erwarten wird. Unsere Aufgabe heißt Rasen, Aufheben und Werfen. Rase gegen eine Bombe, hebe sie auf und werfe sie in einen bestimmten Bereich, um großen Schaden anzurichten. Okay, wir fangen an. Mario pirscht vor. Ah, wir werden lieber hier in Deckung gehen. Da hinten ist auch schon der erste Schurke. So, Doppelschuss. Das kam schon mal ganz gut.
schön in der Deckung bleiben. Rüber zu Luigi. So, Luigi, komm ran hier, komm. Hier ist auch noch Platz für zwei. Ja, wenn du da stehen bleibst, wirst du aber erwischt, ne? Komm hier hinter. Ach, geht nicht, weil ich im Wege stehe. Na ja, gut, dann stellen wir uns davor. Nehme ich ihnen die Bombe? Nee, am besten die beiden Schurken. Ich kann nur einen erwischen, aber ist egal. Ja, komm. Ach, ich ziehe einfach durch hier. Los. Ja, 116er, schön. Der andere ist noch ganz wenig da mit Energie. Hat aber nicht mehr viel. Stehe ich zwar ziemlich offen. Müssen wir jetzt auch leider schon rüber wechseln zum Gegner. Wir werden uns vorher aber schnell nochmal die ZR-Taste angucken. Da haben wir den Eisenblick. Ziele, die sich im Sichtfeld und der Reichweite dieses Helden bewegen, erleiden 100% mehr Schaden. Ja, das hat natürlich auch Gesicht. Die ZR-Taste können wir aber erst beim nächsten Mal ausprobieren. Da der Gegner jetzt am Zug ist, wir werden rübergeben. Da kommt er auch schon angetigert. Ja, kleine Bombe. Langt nicht ganz zu uns, das ist okay. Du da drüben auch nicht. Jetzt pfeffern wir dir einen rüber, Luigi. Sehr gut, sehr gut. Hier, und den kleinen kriegst du auch noch hier, neben Mario. Der ist noch in unserem Radius, den könntest du noch wegpfeffern. Ja, macht er auch. Da hat er leider nach unten gezielt, das hat nicht hingehauen. Aber Mario, du wirst es richten, komm, Raserei. Da müssen wir nichts einsetzen. Achso, ich kann jetzt die Bombe aufheben. Komm her, komm, komm, Bombe, komm schnell und wegwerfen, werfen, werfen, rüber damit. Ja, hau doch weg. Oh, Freunde, wo soll ich da hin? Oh, explodiert gleich. Puh. Blindes Huhn findet auch ein Korn, sogar noch erledigt den Gegner und wir haben gewonnen. Das war mit der Bombe eben echt knapp. Das ging gerade mal so gut. Na gut, wir erforschen die Insel weiter. Komm, ein paar Münzen mal raus. Münzen können wir mal gebrauchen. Wir haben nur 310 Stück, da wären noch ein paar nett. Aber in den Büschen ist nichts drin. Es hört nicht auf zu regnen. Bitte entfernen diesen Tentakel am Leuchtturm. Ich warte hier schon seit Tagen, aber das Konzert findet nur bei gutem Wetter statt. Diese Misere versaut alles. Ah, Dishoggi. Erstmal keine Cheap Beats. Mein Konzert wird verschoben. Ja, wie es aussieht, soll hier bei gutem Wetter echt so eine fette Party stattfinden. Der DJ ist schon am Start, aber bei Regen will er nicht auflegen. Naja gut, seine Elektronik wird natürlich auch nass, da hat er wahrscheinlich keinen Bock drauf. Vielleicht können wir ihm helfen. Den Busch könnten wir auch nochmal schütteln, aber aus den Büschen hier scheint allgemein nichts rauszukommen. Bombe, nö, auf dich haben wir keine Lust, wir biegen ab. Oh, die kommt hinterher. Nein, Raserei. Oh. Na gut, sei es drum. Dann rein in die nächste Arena. Hinterhältig, die kleine Bombe. Kommt direkt angelatscht. Na ja gut, macht nichts. Rein in den Kampf. Erstmal taktisch sich ein bisschen umsehen. Was ist hier los? Ein gezielter Teamsprung und dann werden wir in einen neuen Bereich rein. Wobei, was hier so günstig ist, ich komme nicht ganz rüber, aber ich könnte ihn natürlich wegschießen. Ich hätte gerne weg mit einer Raserei, aber gut, sei es drum. Kriegen wir rüber, Doppelblaster. Die Bombe ist weg. Mehr können wir nicht ausrichten, ich kann mich eh nicht mehr bewegen. Ich gehe rüber zu Luigi. So, Luigi, komm. Ja, die Bombe da drüben. Du stehst total offen. Schnell wieder zurück. Ja, hier ist, glaube ich, besser. Gezielter Schuss. Weg ist er. Da kann er gar nichts machen. Ja, gar nichts machen. Mehr können wir auch nicht ausrichten. Wir müssen jetzt rübergeben zum Gegner. Ah, da kommt er angelaufen. Hat auch einen starken blauen Ohren. Ah, jetzt bin ich natürlich offene Pläne hier. Da kann er mich natürlich erwischen. Die Hase Nummer 2. Ah, natürlich immer auf mich rauf, da ich habe eh schon so wenig Leben. Na gut, sei es drum. Luigi, komm, rüber. Ah, es kann eng werden. Ah, oh, trifft ihn. Mario? Was machen wir jetzt? Such dir was aus? Kommst du da dran vorbei? Ja, hier, ja, ich komme nicht weiter. Da ist vorbei. Ich komme nicht um die Kurve rum. Ich wäre ja gerne zu ihm rübergeschlichen. Kann ich mal hier... Ach, hallo. Na, was versteckt sich denn hier? Hallo. Wer bist du?
Mehr können wir nicht ausrichten, aber der letzte Schurke da hinten sollte mich nicht treffen können. Allerdings Luigi, das wird schon eng. Ich glaube, da werde ich schon getroffen. Ja, sei es drum. Wir müssen rübergehen, wir können nichts mehr machen. Der Gegner greift an. Ja, und er visiert er mich auch schon an. 92er, aber gut. Ich bin auf voller Energie. Das haut schon hin. So. Schuss zurück. Leider nur dein Hindernis getroffen, aber jetzt bist du zumindest frei. Mario, was ist? Kannst du da rüber schießen? Kriegst du ihn da jetzt? Ja, er steht frei. Das müsste hinhauen. Zwei Schuss, du Blaster. Ist er dann weg? Ah, ist hartnäckig, der Kleine. Jetzt wird Luigi natürlich nochmal ein abbekommen. Aber ich stehe ganz gut getarnt dahinter. Tue ich nicht. Aber es überlebe ich. So, jetzt ein Schuss zurück. Komm, Maria, du hast die Ehre. Mach. Schlacht gewonnen. Wir werden oben in der Stadt erwartet. So langsam sollten wir uns dann auch mal auf den Weg dahin machen. Halte X zum Sprinten. Das macht richtig Spaß. Da probieren wir gleich mal aus. Los, Attacke. Oh, gibt ja die Hackengas hier. Münzen einsammeln. Jo, dann wieder angasen hier. Komm, jo. Da vorne steht ein kleiner Wachposten. Mario und Luigi wissen noch nicht so ganz genau, was gehen wird. Aber hier, Rabbit Mario. Der ist schon auf Klopperei aus. Explosive Situation. Ich sehe überall nur Bomben. Kann schon richtig wehtun, aber mit der Raserei sollten wir eigentlich ganz gut vorankommen. Mario macht den Anfang. Okidoki. Los geht's. Ja, welche nehmen wir jetzt zuerst? Ich möchte ja auch nicht in der freien Pläne herstehen, dass hier alle angeradelt kommen. Na komm. Was machen wir jetzt? Gut überlegt sein. Deckung. Wir blasen beide weg. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt stehe ich hier natürlich. Hätte auch Deckung suchen können. Luigi, pirsch dich ran. Halt mir den Rücken frei. Ja, du versteckst dich jetzt ein bisschen. Das ist vernünftig. Dann schießen wir die Bombe hier vorne. Mehr können wir nicht machen. Jetzt müssen wir rübergeben zum Gegner. Und dann hoffen wir mal, dass die Bomben nicht so doll angelatscht kommen. Er kommt auf mich zu. Halt an. Oh, das war knapp. Du kommst dann auch nicht zu mir ganz. Das dürfte ja nochmal passen. Mein Doppelblaster gleich. Kann ich die beiden vor mir hier erstmal wegmachen. Aber die pirschen sich ran. Luigi, was sagst du dazu? Was machen wir? Raserei. Weg ist er. Jetzt muss ich wieder in Sicherheit. Und aus der Ferne schießen. Ich gebe erstmal rüber. Genau, ich gebe mal rüber hier zu Mario. Und dann werfen wir Bomben rüber. Und dann haben wir das ganze Problem schon gelöst. Das war aber ein 400 IQ, würde ich sagen. Kiste wegschießen. Und wir haben noch Luigi, der dürfte noch aufladen. Ja, darf er auch. Genau. Finaler Schuss. Ja. Was sagt ihr denn? Läuft doch. Gut, dass ihr diese Bombe beseitigt habt. Ich dachte schon, er macht Kaboom mit der armen Kreatur, die ich gefunden habe. Nur die Sonne kann die Tür zum Leuchtturm aufschließen. Wisst ihr, ohne Sonnenschein kommen wir nicht rein.
Normalerweise. Ihr habt aber Glück, denn dieses kluge kleine Kerlchen kann Licht machen. Seht her, ich zeige es euch. Oha, ein neuer Sparks mit einer Lichtfähigkeit. Das ist krass. Eine versunkene Stadt erhebt sich aus dem Wasser. Der kleine Sparks hat es tatsächlich geschafft. Eine neue Insel ist erschienen. Mit einem Gebäude drauf, mit einem Tor davor. Wir werden uns das jetzt mal genauer ansehen. So, ihr beiden, runtergehobbelt und dann mal rübergerannt. Ja, das ist der Verkäufer, da brauchen wir jetzt nicht hin. Wir sind viel zu neugierig. Was wird uns da erwarten? Bevor wir reingehen, werden wir noch ein paar Münzen aufsammeln. Und dann schauen wir, eventuell ist es ja auch schon der finale Kampf für diese Insel. Wir sind gespannt. Jo, darunter können wir nicht. Jo, dann gehen wir einfach rein, würde ich sagen. Schlachtfeldüberquerung. Ja, das klingt doch einfach ganz einfach. Wir müssen einfach nur drüben ankommen. Jede Menge Gumbas hier im Weg, aber die können wir wegrasen. Das dürfte gut hinhauen. Und hier kommt so ein kleiner Feuersparks. Ihr müsst diese Schlacht gewinnen, damit ich mit euch fort kann. Sonst stecke ich hier fest. Weißt du, wir waren eigentlich hinter einem anderen Spark her. Aber was soll's? Ha, je mehr, desto besser. Ein kleiner Tipp. Die Halunken auf diesem Schlachtfeld sind ziemlich stumpfsinnig. Wenn ihr die andere Seite des Schlachtfeldes erreicht, geben sie auf. Wenn du L drückst, kann Bibo sich auf dem Schlachtfeld bewegen und sowohl Helden als auch Gegner analysieren. Mit der Taste links-rechts kannst du hin und her springen und immer wenn du auf neue Gegner stößt, solltest du diese analysieren. Dann auf in den finalen und letzten Kampf. Mario, du fängst an. Oh yeah! Oder gehe ich rüber zu Leech, der schießt so günstig? Oh ne, ich löse das. So, einmal weggerast. Dreier-Kombo hier. Gleich hinter Verstecken. Ein Doppelblast, da können wir noch ansetzen. Jawohl, noch zwei weitere weg. Die halten auch nicht viel aus. So, hier stehen wir gut in Sicherheit. Von hier kann ich natürlich nichts wegrasen. Maximal schießen könnte ich. Wir können den Teamsprung in eine neue Zone machen, aber wir gehen erstmal hier auf Safety First. Wir machen hier noch den letzten Gumba weg. Dann kann uns eigentlich noch nicht viel. Das war fürs erste schon nicht schlecht. Wir gehen rüber zum Gegner. Da kommen sie auch schon angedackelt. Aber da kommen sie Gott sei Dank nicht. Ah! Der Kollege mit dem Sniper, auf den müssen wir aufpassen. Der hat richtig Reichweite. Das sieht man auch schon. Klotz ist weggeschossen. Da kommt noch ein Sniper-Typ. Ja, die sind nicht ungefährlich. Jetzt stehe ich ziemlich offen. Ich kriege auch die 247er ab. Das war so nicht geplant. Aber jetzt sind wir wieder dran. Luigi ist auf Distanz auch sehr gut. Gehe ich erst auf die Gumbas? Eigentlich lieber nicht, ne? Die Gumbas können wir wegrasen. Mein Radius ist auch nicht so gut von hier aus. Bin unzufrieden. Rücke ein bisschen weiter vor. Ach, da sind ja in meinem Bereich. Ah, ich habe leider den letzten nicht getroffen. Das war so ein bisschen überhastig. Na gut, gehe ich hier zurück und schieße den letzten ab. Aber das hätte ich in der Raserei komplett. Na gut, sei es so. Rüber zu Mario. Ein Pirschen. Und so ein Scharfschütze. Ah,
Meine Blaster haben natürlich keine Reichweite. Ich müsste ein Stück weiter vor. Und hier könnte es gehen, aber auf jeden Fall Schutz, weil der Sniper, der macht schon richtig Schaden. Aber hier kann ich mein Doppelblaster drücken. Das passt ganz gut. 66er schlägt ein. Und dann hoffe ich mal, dass meine Festung hier so ein bisschen hält. Wir gehen rüber. Ah, Sniper-Rückzug. Auch ein Sniper-Rückzug. Aha. Bisschen defensiv. Rüber gesniped. Trotz ist wieder weg hier. Gut, dass wir dran sind. So, Mario. Wieder zu weit weg. Wir wissen wohl, dass ich einen Blaster habe. Deswegen hauen sie ein bisschen ab. Aber ich kann wieder ein bisschen Reichweite kriegen. Und von hier wird es wieder gehen. Ah, Doppelblaster. Schon nicht schlecht. 263er. Luigi, du musst jetzt hinterher. Ich muss dich aber abholen. Im Teamsprung. Sonst kommen wir da nicht rüber. Kannst du nicht hinterherkommen. Komm, hier stehe ich. So doch nicht. So genau. Nein, kein Ziel in Reichweite. Luigi. Mario kann jetzt leider nicht kommen. Das geht leider nicht. Dann stehst du total offen. Und du willst doch jetzt nicht meinen Klotzer wegschießen, oder? Das machen wir nicht. So ist besser. Sniper hinten im Visier. Ein Stückchen weiter rechts vielleicht. Jetzt könnten wir ihn treffen. Schuss geht rüber. Leider nicht. Leider nur den Stein getroffen. Und jetzt stehe ich hier total ungünstig offen. Wir müssen rübergehen. Ja, Sniper-Spitze. Verkloppt. 50er schlagen ein. Der zweite lässt sich nicht nehmen. 56er. Aber jetzt steht er eigentlich ganz günstig. Und jetzt könnten wir den Move machen. Einmal den Teamsprung, dann fliegen wir einfach in den Bereich rüber. Das können wir auch so schaffen zeitlich. Na, Luigi, du sollst ja auch nicht in die Wand schießen. Teamsprung heißt das Mode Teamsprung. Mario geht schon mal in die Ecke. Aber Luigi kann nicht hinterherkommen. Mario geht nochmal zurück, nochmal lieber in Sicherheit. Und dann schießen wir von hier nochmal, aber dann werden wir gleich danach, wenn wir wieder dran sind, den Teamsprung ansetzen. Beide Schuss gehen aus. Dann haben wir dich weg. Und dann ist es nur noch einer. Und hier stehen wir eigentlich jetzt ganz gut. Wollten problemlos zum Gegner rübergehen können. Oh, dann setzen wir die Sniper an. Oh, heftig. Aber jetzt sind wir dran. So, komm mit. Luigi, ich gehe schon mal vor. Und dann einen Teamsprung. Und dann bin ich in der Zone. Dann sind wir durch. Oh, komm. Schieß mich rüber. Wunderbar, Luigi macht das schon. Und da sind wir am Ziel. Mario und Luigi scheinen ein unschlagbares Duo zu sein. Ob unsere Erfolgsserie so weitergehen wird und wie geht es überhaupt weiter in der Story, das erfahrt ihr im nächsten Video. Bis dann, ich danke euch fürs Zusehen. Tschüss und schau euer Schurtalk. Bye bye.